Nüsse, Biochips, Müsli-Riegel und Protein-Drinks. Auf den ersten Blick sieht's aus wie ein ganz normaler Snackautomat. Ist es aber nicht. Der neue Rettomat hier am Frankfurter Hauptbahnhof stellt nur Ware bereit, die das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten hat. Die Deutsche Bahn arbeitet dazu zusammen mit einem Berliner Start-up. Das rettet die Lebensmittel davor, in den Müll geschmissen zu werden und checkt gleichzeitig, ob die Ware noch frisch, ob sie noch gut ist. Und wenn das so ist, dann wird sie hier hinter mir im Automaten zum Verkauf gestellt. Ich selbst habe mir gerade mal einen Sesamriegel gezogen, der ist bereits im Februar abgelaufen. Und ehrlich gesagt war er auch ein bisschen kross, aber noch absolut lecker und auch genießbar. Ja, und noch eine gute Nachricht für die Kunden. Nicht nur, dass sie Lebensmittel davor retten, in den Müll geschmissen zu werden. Sie kommen dabei auch noch vergleichsweise günstig weg. Hinter mir im Automaten ist nichts teurer als 1 Euro.